Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Wir kämpfen jetzt gegen Team Yell. Macht Platz für Hopp, den zukünftigen Champion. Boah, guter Witz. Nur schade, dass er nicht lustig war. Wenn dir das nicht lustig genug war, können wir gerne kämpfen. An einem echten Trainer zaubert ein guter Kampf sofort ein Lächeln aufs Gesicht. Lass uns zusammen kämpfen, Huxel. Bist du bereit? Ja, klar. Unsere Empfehlung für die Arena-Challenge stammt vom Champ höchstpersönlich. Wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet, dann müssen wir beide es euch eben zeigen. Dann passt mal schön auf. Wir zeigen euch, wie hart es bei der Arena-Challenge zugeht. Was tun diese Knilke sich einfach zusammen? Unser Plan war es doch, hier zu warten und einen Challenger nach dem anderen abzuservieren. Rüpel von Team Yell und Rüpel von Team Yell fordern dich heraus. Okidoki, das kriegen wir hin. Das ist ein 2 gegen 2 Kampf? Ja! Joa, da mach ich mir aber gar keine Sorgen. Was für eine Kombination, oder? Ultrafisch und Wooly kämpfen hier Seite an Seite. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit unserer Attacke an. Und zwar Kaskade. Zumindest effektiv gegen Gaunux. Was? Das Zickzacksat Kulleraugen eingesetzt. Oh, so ein schwieriger Satz. Zickzacksat Kulleraugen eingesetzt. Manometer. Ah, da wird das Kommentieren noch richtig zur Herausforderung hier. Okay, ja, wenigstens haben wir den Fuchs so halb besiegt. Ah, Moment, das Wooly kann Doppelkick. Ah, das wissen wir ja eigentlich auch, dass es Doppelkick kann. Und damit ist er schon mal besiegt. Und als nächstes... Ach, er hat noch ein Pokémon. Okay, er hat ein Kleoparda. Ah. Nutzen wir einfach mal Biss gegen das. Kleine Wesen. Boah, unser Garados hat 4 Treffer von der Kratzfurie abbekommen. Oh nein, und das Wooly kriegt so einen Nachthieb ab. Ah, okay, ist nicht sehr effektiv leider. War auch schon ein Volltreffer, also gar nicht mal so toll. Ja genau, wenigstens können wir das Geradax hier mit unseren Kampffähigkeiten niederringen. Ich überlege gerade sogar, ob ich vielleicht mal auf Hanna wechseln soll. Wo ist sie denn? Da vorne, also los Hanna! Da ist es, unser Kickerlo. Ich glaube, Kickerlo ist die richtige Bezeichnung. Ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, wenn ich die Namen immer laut sage. Kickerlo hört sich so ein bisschen seltsam an. Ich hoffe, es heißt wirklich Kickerlo. Ich habe es ansonsten echt irgendwie vergessen. Ich meine, die letzten Parts habe ich auch immer Kickerlo gesagt. Aber ich sollte vielleicht gleich mal im Pokédex nochmal nachschauen. So. Hopp muss schon sein nächstes Pokémon ranholen, und zwar sein Kranowitz. Oh, Anspannung wirkt natürlich auf dem Schlachtfeld. Und ja, was machen wir natürlich? Doppelkick gegen Geradax. Und das ist nicht nur sehr effektiv, sondern führt auch dazu, dass das Zickzacks das Zeitliche segnet. Oh, Hanna ist sogar nochmal abgelevelt. Wann die wohl ihre dritte Stufe erreicht? Ich denke mal so um... Wie war das denn nochmal bei Glurak und so? Ich glaube, die haben immer so um... um 36 haben die, glaube ich, ihre zweite Entwicklung gehabt. 36 oder 34. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher. Aber ich meine, 36 oder 34 war so die zweite Entwicklungsstufe des Starter-Pokémon. Zumindest früher. Hab natürlich keine Ahnung, wie das hier bei Schwert und Schild ist. Sword und Shield. Nein, Sword und Shield. So. Sword und Shield. Oder wie wird denn das ausgesprochen? Sword. Sword und Shield. Das ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Ihr merkt schon, gut, dass das Let's Play nicht auf Englisch ist. Das wäre jetzt nicht so meine Stärke. So, komm schon, greif jetzt an, Kranowitz. Könnte sich mal ein bisschen Mühe geben. Ansonsten hauen wir jetzt einfach mal mit der Nitro-Ladung
auf das Pam-Pam. Ja, hat durchaus Wirkung gezeigt. Zumindest ist er fast besiegt. Und Kranowitz setzt Pflücker ein. Und tatsächlich, das führt dazu, dass nicht nur das Pam-Pam besiegt ist, sondern auch das gesamte Team Yell, das uns in seiner Macht gerade gegenübersteht. Jetzt können wir selbst einen Fanclub gebrauchen, der uns wieder aufbaut. Vielleicht hätte ich eine Chance gehabt, wenn ich dich mit einer Tröte erschreckt hätte. Du gewinnst 3440 Pokédollar. Jetzt check ich das erst. Dieser Knilch ist der kleine Bruder des Champions. Oh, hätte ich auch nur so einen tollen großen Bruder gehabt. Wenn es darum geht, die Flucht zu ergreifen, macht Team Yell so schnell keiner was vor. Ab durch die Mitte! Du bist einsame Spitze, Huxel. Aber kein Wunder, du bist ja auch mein Rivale. Aber von Kabu fehlt immer noch jede Spur. Wo steckt dieser Typ bloß? Da hilft nichts. Gehen wir noch ein Stück weiter. Vielleicht finden wir ihn ja tiefer in der Mine. Ja, dann suchen wir noch mal weiter diesen mysteriösen Kabu. Nein, ist das wild hier? Kann man das fangen? Ah, das ist ein Kamalm. Okay, das möchte ich tatsächlich haben. Aber da ist natürlich wieder die Frage, bin ich in der Lage, das zu fangen? Ich sollte zumindest inzwischen darauf achten, dass die Energieleiste von meinen gegnerischen Pokémon wenigstens rot ist. Und ich würde sagen, wir setzen uns jetzt auch mal eine Grenze. Also wir setzen uns jetzt bei einfachen Pokémon einfach eine Grenze. Ich werde jetzt maximal vier Pokébälle verwenden für ein Pokémon, was wir in freier Wildbahn treffen und was jetzt nicht speziell ist. Also vier Pokébälle sollten eigentlich reichen. Die nächste Arena ist übrigens eine Feuerarena. Das ist jetzt auch der Grund, warum ich mich über das Kamalm so freue. Weil ich halt denke, wir könnten uns das fangen und ja, eigentlich einverleiben, damit wir es in der nächsten Arena vielleicht ein bisschen leichter haben. Wir müssen jetzt aber auch mal leider Ultrafisch zurückrufen. Der hat nämlich nicht mehr so viel HP. Womit probieren wir es denn jetzt? Wir setzen einfach mal Lauch ein. Lauch, los! Oh, und da steht es. Sehr, sehr cool. Kriegt jetzt natürlich erstmal schön Felsgrab ab. Obwohl es nicht sehr effektiv ist, haben wir so viel Schaden gekriegt. Ach, ein Volltreffer. Ja, gut. Soll erlaubt sein. Was machen wir denn? Zertrümmerer ist sehr effektiv. Das ist mir aber zu risky. Bleiben wir vielleicht erstmal bei Zornklinge. Ich versuche mal so leicht das runterzuhauen. Los, Zornklinge! Ja, da können wir mal noch einen Angriff von starten. Zumindest, wenn wir das hier überleben natürlich. Ja, aber überleben wir noch. Nein, ich hab's besiegt. Ach, verdammt, jetzt habe ich es besiegt. Na egal, kriegen wir ein paar Erfahrungspunkte. Ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Wenn ich das nochmal sehe, fange ich das. Die anderen, die hier rumlaufen, finde ich jetzt gerade nicht so spektakulär. Dafür haben wir noch einen Gegenstand, und zwar ein Sternstück. Teil eines hübschen Edelsteins, der in rötlicher Farbe schimmert. Erzielt einen hohen Preis, wenn man ihn verkauft. Ja, wie schon gesagt, also für wilde Pokémon, die jetzt nicht irgendwie legendär sind oder sonst was, dafür werde ich jetzt immer maximal vier Pokébälle aufwenden. Ansonsten dauert das zu lange. Also wenn wir immer kämpfen und wenn wir jetzt jeden Kampf irgendwie, keine Ahnung, 20 Pokébälle raushauen, finde ich ein bisschen blöd. Ja, und natürlich für Shinies oder so würde ich auch mehr Pokébälle verwenden. Aber grundsätzlich sagen wir mal vier Stück als Grenze. Du findest ein Säckchen Pudersand. Ein Item zum Tragen, samtiger Sand, der Attacken vom Typ Boden verstärkt. Joa. Oh, und hier haben wir einen neuen Trainer. Was heißt neuen Trainer? Mal wieder einen. Mit meiner Dampfkraft kann ich jeden Gegner davonpusten. Bahnangestellter Manfred fordert dich heraus. Und setzt sein Rotomurf ein. Oder Murph. Roto-Murph. Oh. Na, ist dein Angriff gesunken? So ist das manchmal. Sehr effektiv ist die Kaskade und deswegen setzen wir sie auch ein. Und das war's schon mit dem kleinen Rotomurf. Rotomurf, was auch immer. Manfred setzt als letztes... Auch Onyx setzt er ein. Was für ein epischer Kampf.
Garados gegen Onyx. Die sehen sich ja sogar so ein bisschen ähnlich. Sind ja beides so schlangenartige Wesen. Naja, aber mit der Kaskade sollten wir den fertig machen. Ja, das war definitiv kein Gegner für uns. Oh, Knirscher möchte Ultrafisch erlernen. Ja, natürlich. Dafür kannst du Platscher endlich mal verlernen. Sehr schön, Blitz ist auch nochmal aufgelevelt. Und der Bahnangestellte Manfred besiegt. Du hast ja auch ordentlich Dampf drauf. Jetzt können wir hier rechts oder links rein. Oh, hier rechts ist noch eine Attacke. Und zwar Sandgrab. Das Ziel leidet für 4 bis 5 Runden in einer Sandhose. Ach, das sind immer so unspektakuläre Attacken, die wir finden. Ah! Was ist jetzt los? Ach, jetzt bin ich wieder über so einen Flunschlick drüber gelaufen. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, habe ich irgendwas sehr Effektives mit dem Garados? Ansonsten flüchte ich auch einfach. Ach, Kaskade. Ah, okay, wir machen es einfach mal mit der Kaskade fertig. Natürlich ist die Kaskade selbstverständlich sehr effektiv. Boah, jetzt muss Ultrafisch nur noch überleben. Los, Kaskade! Ja, das haben wir aber geschafft. Ist ja auch nur ein wildes Pokémon. Also, Flunschlick wurde besiegt. Und wir erhalten Erfahrungspunkte. Sehr, sehr schön. So, weiter geht's hier in der Höhle. Ich hoffe natürlich, dass wir den Typen jetzt irgendwann mal finden. Da vorne steht auf jeden Fall Hopp. Team Yell, ich bin euch ja dankbar dafür, dass ihr mir bei meinem Training zur Hand geht. Aber ein Waggon bei der Arbeit zu stören ist völlig inakzeptabel. Wir wollten uns doch gar nicht stören, wir sind riesige Fans von Waggon. Lass decken, Alter. Nach dem Kampf gegen den Typ bin ich zu platt, um mich weiter mit ihm zu streiten. Lass lieber eine Biege machen. Wenn sie wirklich Fans von Waggon wären, hätten sie es nicht von der Arbeit abgehalten. Gong! Kabu, Mann, wie sie die zwei eben abgefertigt haben, war einfach genial. So stelle ich mir einen Feuerarena-Leiter vor. Ah, ihr müsst Top und Huxel sein. Die beiden Trainer, denen Dillion eine Empfehlung geschrieben hat. Ich wollte die Zeit, bis die ersten Challenger in meinem Stadion auftauchen, sinnvoll nutzen und habe hier noch ein wenig trainiert. Hier in der Galarmine 2 gibt es viele Pokémon, die dem Typ Wasser angehören. Das ist der ideale Trainingsort für jemanden wie mich, der auf Feuer-Pokémon spezialisiert ist. Aber es wird langsam spät. Wenn ihr die Mine verlasst und geradeaus weitergeht, gelangt ihr nach Engine City. Quartiert euch dort im Hotel ein und ruht euch gut aus, damit ihr in Topform seid, wenn ihr gegen mich antretet. Du solltest auch langsam umkehren, Waggon. Komm, ich bringe dich nach Hause. Gong! Morgen heize ich euch dann ordentlich ein. Mein Bruder hat mir mal erzählt, dass sich viele Trainer an Kabu die Zähne ausbeißen und dann aus Frust die Arena-Challenge hinschmeißen. Aber wir werden schon noch sehen, wer hier wem einheizt. Und damit verlassen unsere beiden Helden die Galarmine 2. Das Waggon von eben war bestimmt hier, um einen Pokéjob zu erledigen. Du weißt, was Pokéjobs sind, oder? Nein. Puh, na gut. Da muss wohl oder übel der zukünftige Champ ran und dir das erklären. In einem von Dillions alten Notizheften stand so ungefähr, das hier. Irgendwelche Firmen oder Leute suchen nach Pokémon, die ihnen bei verschiedenen Arbeiten, sogenannten Pokéjobs, unter die Arme greifen. Die Ausschreibung findest du bei Rotomina in jedem beliebigen Pokémon-Center. Okay, vor uns liegt Engine City. Mann, bin ich alle. Ich werde mich im Knospi Inn erstmal richtig schön aufs Ohr hauen. Schließlich steht morgen der Feuerarena-Leiter Kabu auf dem Plan. Ja, und ehrlicherweise sollten wir das auch tun, obwohl hier schon ziemlich coole Pokémon rumlaufen. Ah, das Smogon will ich haben. Ach komm, dann wenigstens das Smogon nehme ich mit. Ein Smogon erscheint.
Und das müsste doch eigentlich eine neue Smogmog-Form haben. Ich glaube, Smogmog hat eine neue Galar-Form, die ich auch sehr, sehr cool fand. Ja, versuchen wir einfach mal, das Smogmog hier zu fangen. Smogon, meine ich. Das ist aber die letzte Geschichte, die wir machen, bevor wir wirklich in die Arena gehen. Los, nochmal Biss! Ja, soll ich noch einen Bissangriff wagen? Ich glaube, ich mache noch einmal Biss. Was? Ist meine Attacke daneben gegangen gerade? Nein, Ultrafisch wurde besiegt, Leute. Oh, tschüss, Ultrafisch. Dich werden wir die ganze Arena noch benötigen. Keine Sorge. Wen benutzen wir denn dann? Vielleicht jemanden, der nicht ganz so stark ist. Wir benutzen mal Zong. Da ist er, der kleine Zong. Und Clownwetzer. Ah, okay, das war gar keine Attacke. Ich Idiot, das war nur so eine angriffssteigernde. Ja, toll. Jetzt habe ich meinen Angriff gesteigert. Was ist mit Zahltag? Ich glaube, Zahltag war aber ein normaler Angriff. Oh, glücklicherweise macht das fast gar keinen Schaden. Ah, es könnte sein, dass wir vielleicht sogar noch einen Zahltag machen können, bevor wir hier auf Fangversuch gehen. Oh ja, es hat ganz wenig HP nur noch. Okay, das will ich haben. Also super, aber los! Das sieht gut aus! Und wir haben Smogon gefangen! Ja, das werden wir definitiv zu einem Galar-Smogmog weiterentwickeln. So, Zong erreicht Level 24 und versucht Angeberei zu erlernen. Was ist das? Normale Attacke? Nö, möchte ich nicht. So, komm schon. Da ist der Pokédex-Eintrag zu Smogon. Sein Körper ist zum Bersten voll mit Giftgas. Angelockt vom fauligen Geruch verrottender Abfälle lungert es auf Müllhalden herum. Ja, so ein schönes Pokémon. Und ich würde sagen, ich nenne es einfach mal Müllball. Müllball ist mein Name für dieses süße Pokémon. Und Müllball wird jetzt auch einfach mal in mein Team integriert. Und ich tausche... Was tausche ich denn? Ich glaube, ich werde Zong einfach mal aus der Mannschaft rausschmeißen. Es tut mir leid, aber Zong wandert erst einmal in die PC-Box und Müllball tritt unserem Team bei. Ja, jetzt haben wir hier noch schöne andere Pokémon natürlich, aber die lasse ich erst einmal hier stehen bzw. laufen. Denn ich will jetzt wirklich einmal nach Engine City. Hier gucken wir uns später nochmal um. Ich würde sagen, erstmal möchte ich das Pokémon Inn aufsuchen. Ohne Abwehrfeder. Beziehungsweise schlicht und ergreifend möchte ich einmal kurz schlafen gehen und meine Pokémon heilen. Ohne Flinkfeder. Wenn man dieses Item auf ein Pokémon an, wird dessen Initiative Basiswert dauerhaft erhöht. Ja, ich möchte mich heilen, eben einfach, weil meine Pokémon schon so low sind. Noch eine Heilfeder. Wenn man dieses Item auf ein Pokémon an, wird dessen KP-Basiswert dauerhaft erhöht. Beziehungsweise Heilfeder hatten wir noch gar nicht. Ist ja noch irgendwas? Ich glaube, hier glänzte noch was. Eine Geniefeder! Okay, das war's. Und wir sind wieder in Engine City angekommen. Ach, in der oberen Ebene. Sehr gut. Und hier ist unser alter Pokéball-Freund. Tada! Du bist jetzt so nicht so schade, auch einen Pokéball wie mich anzusprechen? Dafür will ich dir was Feines geben. Du erhältst ein Pokéball. Und verstaust ihn in der Itemtasche. Ach übrigens, mal so unter uns, ich bin in Wahrheit gar kein Pokéball. Da bist du baff, was? Hast du eine Idee, wer ich bin? Also gut, ich verrat's dir, man nennt mich Balduin. Ja, den haben wir ja schon ein paar Mal getroffen, den Kollegen. Ich gehe mal einmal ganz kurz hier nach unten. Warum tue ich das? Ganz simpel. Ich will mal eben in den Modeladen. Wo war denn hier das Modegeschäft? War das weiter vorne? Wo kam das Onix her? Ist einfach aus dem Nischt gespawnt. So, ich will mal eben hier in den Laden rein. In den Modeladen bzw. in das Modegeschäft und will mich mal eben umziehen. Wo kann man denn hier seine Trainingsklamotten tauschen? Vor allen Dingen haben wir auch noch eine andere Reisetasche. Ich nehme auch noch mal eine andere Reisetasche.
Kann ich die Ballonmütze eigentlich, kann ich die auch ablegen? Ach, ich kann, ja, ich kann die auch ablegen. Schau mal eine an. Ha. Ja, schön und gut. Aber ach, da kann man die, ah, da kann man die Uniform ändern. Okay, ich will nämlich mal auf die Giftuniform wechseln. Liga-Karte aktualisiere ich auch mal damit. Und jetzt laufen wir mit unserer Giftuniform rum. Finde ich ganz cool. Können wir uns noch eine andere Cappy kaufen? Ich hätte eigentlich schon ganz gerne eine Cappy noch. Und vielleicht auch noch einen anderen Beutel. Nee, die Beutel sehen alle ein bisschen langweilig aus. Ja, wir nehmen mal diese Sportkappe hier. Und ich würde sagen, die rüsten wir auch einfach mal aus. Ja, damit sehen wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen anders aus als zuvor. Und ja, dann geht's doch mal ab ins Hotel. Und danach vielleicht schnurstracks in Richtung Arena. Nicht vielleicht, sondern auf jeden Fall schnurstracks in die Arena, damit wir mal gegen den Feuerarena-Leiter kämpfen können. Unser Garados ist auf Platz 1. Okidoki. Ja, damit sollten wir die Kämpfe hier auch locker bestreiten können. Er hat jetzt zwar nur eine Wasserattacke, aber zum einen könnte es natürlich sein, dass er während der Challenge noch was lernt. Und zum anderen könnte es sein, dass diese Attacke sogar ausreicht. Hallo, Huxel, richtig? Du bist ja schon, nein, noch ganz schön spät unterwegs. Du hast bestimmt kurz Zeit, um mir bei etwas zu helfen, oder? Ich will testen, ob ich bei der Arena-Challenge gewinnen kann. Na klar! Oh, was für ein Kampfgeist! Tatsächlich, wir kämpfen direkt gegen sie! Alter Schwede, Pokémon-Trainerin Mary fordert dich heraus. Ja, und sie wird natürlich von Team Yell im Hintergrund angefeuert. Glibunkel. Ach, jetzt habe ich meinen Garados nicht. Ich bin keine gute Verliererin, musst du wissen. Aber ans Verlieren denke ich auch gar nicht. Glibunkel. Du wirst draufgehen. Ah, sie hat aber nur 3 Pokémon, also durchaus in Ordnung. Das sollten wir hinkriegen. Los, greif an. Oh, so eine schwache Attacke. Ich glaube, der muss sich erstmal entwickeln hier, der kleine Giftzwerg, bevor der irgendwie was machen kann. Ja, wir wechseln jetzt einfach mal auf Hanna. Ich werde den Kampf jetzt einfach mal komplett mit Hanna bestreiten. Damit wir das hier vielleicht in einer einigermaßen annehmbaren Zeit, jetzt habe ich den Satz, einigermaßen annehmbaren Zeit auch erledigt bekommen. So, also. Nitro-Ladung. Wobei, ist das ein Wasser-Pokémon? Nö, anscheinend nicht. Das denke ich mal eher Kampf oder so oder Psycho. Kenne ich aber grundsätzlich. Also habe ich schon mal gesehen, das Pokémon. So, ein Level dazu für Lauch. Nee, Scanner brauchen wir nicht. Und ein Surokex wird eingesetzt. Sehr, sehr hübsch. Aber auch du wirst erledigt mit Doppelkick. Da ist sie wieder. Unsere Lieblingsattacke, der Doppelkick. Oh, okay, okay, okay. Nochmal Doppelkick. Oh, jetzt setzt ein Supertrank ein, natürlich. Das ist Cheaten. Mann, ohne Heilen. Voll langweilig. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Okay, machen wir einfach nochmal Doppelkick. So lange, bis wir den Kampf hier gewonnen haben. Jetzt dürfen wir ja nochmal angreifen, ne? Genau, also Doppelkick und das war's mit dem Zurukex. Als nächstes setzt sie Morpeko ein oder Morpeko. Es wäre ja irgendwie öde, wenn jetzt schon alles vorbei wäre. Ich meine, darum gebe ich jetzt garantiert noch nicht auf. Morpeko, da ist es. Sehr süß. Und es kriegt eine volle Ladung. Nitro-Ladung. Auf den Körper. Ah, ich glaube, diese Attacke bringt meine Gefühle zum Ausdruck. Was meinst du? Morpeko setzt Biss ein. Das bringt deine Gefühle zum Ausdruck? Hey, Morpeko hat sich verändert. Ganz schön wütendes Morpeko. Trotzdem kriegst du eine Litro-Ladung ab. Kannst du gar nicht verhindern. Und das war's auch mit diesem Pokémon. Du hast mich besiegt. Anscheinend bist du doch nicht so schwach. Ich hau mich am besten ins Bett, um morgen fit zu sein. Du solltest auch schlafen gehen. Pico!
Also so ein Morpeko hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Vielleicht können wir uns ja irgendwo eins fangen, ne? Müssen wir mal schauen. In freier Wildbahn wird schon irgendwo eins rumlaufen, denke ich mal. Am nächsten Morgen. Morgen, Huxel. Dein Kumpel ist schon los zur Arena. Er war völlig aus dem Häuschen. Er meinte, er hätte mit Hilfe der Infos auf Kabus Ligakarte die perfekte Strategie gegen ihn ausgeklügelt. Bevor er abgedüst ist, hat er mir einen riesigen Stapel von Kabus Ligakarten gegeben. Hier, nimm doch auch eine. Du erhältst die Ligakarte von Kabu. Und das kannst du auch haben, als Dank für unseren Kampf gestern. Zwei Feuerheiler bekommen wir auch noch. Ein Spray, mit dem Verbrennungen eines Pokémon geheilt werden können. Kennst du Kabus Spitznamen? Er wird auch der unauslöschliche Feuerveteran genannt. Aber ich habe das Gefühl, dass er dir keine großen Probleme bereiten wird. So, und jetzt ab mit dir. Geh zum Engine-Stadion und schnapp dir den Feuerorden. Peku! Und genau das habe ich jetzt vor. Unsere Pokémon sind wahrscheinlich geheilt, ne? Ja, die sind alle topfit. Wobei, es kommt jetzt hauptsächlich eigentlich auf Ultrafisch an. Denn der muss definitiv gut geheilt sein. Hey, die Leute feiern uns an. Du willst es also mit Kabu aufnehmen und dann viel Glück? Zeig allen, wo der Hammer hängt. Ja, werde ich tun. Also, los geht's. Da bist du ja endlich, Huxel. Ich habe mir eben mal den Feuerorden klar gemacht. Aber ich weiß jetzt, warum Kabu von allen der unauslöschliche Feuerveteran genannt wird. Wäre mein Team nicht das allerbeste in Galar, hätte ich ziemlich alt gegen ihn ausgesehen. Aber keine Sorge, Huxel. Ich habe Kabu besiegt. Es ist also alles andere als unauslöschlich. Also er meine ich. Du schaffst das schon. Und damit betreten wir das Engine-Stadion und somit auch die Feuerarena. Hallo, schön dich zu sehen. Es gibt nicht viele, die es weit genug bringen, um Kabu herauszufordern. Willst du sofort einen Versuch wagen? Ja, klar. Wenn du dich an der Arena-Mission versuchen willst, musst du erst in deine Uniform schlüpfen. Was bin ich doch schon? What? Jetzt hat er schon wieder diese blöde weiße Uniform an. Ach, muss man diese Uniform immer tragen? Kann das sein? Kann man die vielleicht gar nicht wechseln? Ja, es könnte natürlich sein, dass man die Uniform jetzt wirklich nur draußen tragen kann, dass man in der Arena aber immer diese hier angezogen bekommt. Von daher, keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, ihr könnt es ja gerne mal interessieren. Die Arena-Mission vom Typ Feuer ist etwas ungewöhnlich. Hier entlang bitte. Bei der Arena-Mission des Feuer-Arena-Leiters Kabu musst du in Kämpfen gegen Pokémon möglichst viele Punkte sammeln. Besiegte Pokémon geben einen Punkt, gefangene Pokémon 2. Sobald du 5 Punkte gesammelt hast, gilt die Arena-Mission als bestanden. Aber Vorsicht, die anderen Trainer hier werden sich in jeden Kampf einmischen. Denk gut darüber nach, was die anderen Trainer tun könnten und versuche, so viele Punkte wie möglich zu ergattern. Die Arena-Mission beginnt jetzt! Na dann, los geht's! Und zwar haben wir einen Thermopod gefunden! Ah, das meinte er mit einmischen. Okay. Ich werde die jetzt einfach mal alle besiegen. Das ist das Einfachste, was mir jetzt hier einfällt. Da muss ich nicht 100.000 Versuche aufwenden, um, 100.000 Versuche aufwenden, um die zu fangen. Denn ihr wisst ja, ich habe doch ein bisschen Pech mit dem Fangen. Ich konzentriere mich schlicht und ergreifend eben einfach nur auf das Angreifen. Los! Das war's auf jeden Fall schon mal mit dem Thermopod. Und damit müsste ich schon mal einen Punkt haben, richtig? Oh, Agilität möchte ich aber auch nicht haben. Blöde Attacke. Und kriege jetzt einen Punkt gut geschrieben? Ja, Huxel erhält einen Punkt. Okay, 4 Stück brauchen wir noch. Da ist das nächste Pokémon! Und zwar ein Lichtel, eine kleine Kerze.
Und auch hier werde ich schlicht und ergreifend wieder auf meine Kaskade setzen, natürlich. Los, also Garados, Kaskade! Und auch da, ein Instant-Kill, heißt, wir haben das Lichtel besiegt und unseren zweiten Punkt für diese Arena gesammelt. Ha, wo ist denn das nächste Pokémon? Ah, hier vorne ist noch eins. Ein kleines Vulpix. Normalerweise würde ich dich fangen, aber in diesem Fall besiege ich dich erstmal noch. Ich wette, ich werde ja noch irgendwo anders auch noch einen Vulpix kriegen. Nicht nur hier. Und ja, ihr kennt die Taktik schon. Wir benutzen hier weiterhin die Kaskade natürlich, um die wilden Pokémon anzugreifen. Und auch bei dem Vulpix hat das natürlich funktioniert. Ich glaube, ich habe doch schon mal wilde Vulpix sogar gefunden. Das ist doch gar nichts Besonderes. Das ist unser dritter Punkt. Ah, okay, wir können ja auch einfach so durchs Gras laufen. Da finden wir andauernd wilde Pokémon. Das hier dürfte unser Punkt 4 werden. Also los, Garados, hau mal raus, Kaskade! Ah, ich darf nicht immer B drücken. Los! Wie? Wir sind zurückgeschreckt? Kann doch gar nicht wahr sein. Na, nochmal Kaskade, so lange, bis es funktioniert. Sehr schön und vor allen Dingen sehr effektiv. Und damit haben wir auch dieses Pokémon erfolgreich besiegt. Hanna ist inzwischen auf Level 29. Und 4 Punkte haben wir schon. Noch ein Punkt und die Arena-Mission ist abgeschlossen. Das ist ja sehr, sehr simpel hier. Na, wer greift uns an? Natürlich ist es erneut ein Lichtel. Und auch hier kennt ihr meine Taktik bereits. Kaskade gegen das Lichtel. Ja, und damit sollten wir dann die 5 Punkte auch zusammen haben. Und können den alten, etwas knauserigen Mann endlich angreifen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung. Kabus Arena-Mission wurde erfolgreich bestanden. Wir haben einen Gewinner. Dann steht jetzt der Kampf gegen Arena-Leiter Kabu an. Auf geht's, Arena-Challenger! Und diesmal müssen wir tatsächlich keine Tür betreten, sondern dürfen direkt so zu ihm. Und ich würde sagen, wir heilen erstmal unser Garados, also unseren Ultrafisch. Und wollen wir ihm noch einen Gegenstand geben? Ja, ich gebe ihm einfach mal hier diese Kraftwurzel. Und dann betreten wir auch schon das Arena-Gebiet. Willkommen, ich bin Kabu, der Feuerarena-Leiter. Dass du hier vor mir stehst, bedeutet zweierlei. Du hast Jaros Pflanzen-Pokémon bezwungen und Kates Wasser-Pokémon ebenso. Damit hast du dir meinen Respekt bereits verdient. Wir Pokémon-Trainer haben eins gemeinsam, wir wollen alle gewinnen. Dafür gehen wir Tag für Tag an unsere Grenzen, um noch stärker und noch besser zu werden. Aber während wir trainieren, trainieren auch unsere Gegner. Letztendlich gewinnt der, der im entscheidenden Moment sein wahres Potenzial entfalten kann. Entfesseln kann. Arena-Leiter Kabu fordert dich heraus! Und somit beginnt also unser Kampf gegen den Feuer-Arena-Leiter. Er hat einen Vulnona dabei! Schau mal einer an, ein Vulnona!
Ja, fangen wir erst einmal mit unserer regulären Strategie an. Ich würde sagen, wir machen einfach erstmal nur Kaskade ohne Dynamax. What? Ihr Licht! Er hat uns verbrannt! Ein Garados, das brennt! Was ist das denn bitte? Und ein Vulnona, was bereits halbtot ist. Ja, Verbrennungen sind mir egal. Nochmal Kaskade. Die Musik ist übrigens der Burner im Hintergrund. Wortwörtlich der Burner. Und das war's mit seinem Vulnona. Müllball kann Dunkelnebel erlernen. Ja, wollen wir das mal lernen? Dunkelnebel ist eine Eisattacke. Alle Veränderungen der Statuswerte der Kampfteilnehmer werden annulliert. Ja, lernen wir einfach mal. Warum nicht? Warum keine Eisattacke? Ach, unser Müllball. Einer unserer wichtigsten Mitglieder hier. Oder eines unserer wildesten und verrücktesten und wichtigsten Mitglieder. Als nächstes möchte er Arcani einsetzen. Wir werden mal weiterkämpfen natürlich. Mit unserem Garados. Oh, es ist ein bildschönes Arcani. Das hätte ich ehrlicherweise auch ganz gerne. Naja, vielleicht fangen wir irgendwann mal eins. Und ja, jetzt ist aber wirklich Zeit für Dynamax und vor allen Dingen für die Dynaflut. Arcani setzt aber zunächst Biss ein. Komm schon, Flut! Boah, so eine eindrucksvolle Attacke. Unglaublich cool. Und es fängt natürlich an zu regnen. Die Attacke kennen wir ja schon. Von unserer letzten Arena-Begegnung. Und ja, ich würde sagen, wir bleiben mal bei der Dynaflut. Los, nochmal! Und das war's mit seinem Arcani. Als nächstes setzt er Infernopod ein, aber wir bleiben mal unserem Pokémon treu. Na los, Kabu, such nach einer zündenden Idee. Ha, wie könnte ich ihn besiegen, diesen nervigen kleinen Zwerg? Na, wie wär's denn mit Dynamaxing? Schon mal darüber nachgedacht? Es wird Zeit für Giga Dynamax, Infernopod. Werde größer und ändere deine Gestalt. Wow, sieht das cool aus. Das Infernopod ist ja der absolute Hammer in der Dynamax bzw. Giga-Dynamax-Form. Nichtsdestotrotz werden wir ihn besiegen bzw. es besiegen. Boah, das hält aber ganz schön viel aus. Alter Schwede. Schwarmattacke, okay. Ach, krass, was für Attacken das hier sind. Mega. Los, Ultrafisch, einmal noch. Oh nein, die drei Runden sind schon vorbei. Na egal, Kaskade, los, wir schaffen das noch. Das Infernopod kann doch nichts, egal wie groß es ist. Nochmal diese Schwarmattacke. Nein, Ultrafisch, wieso? Ach, alter Freund. Okay, wer kommt denn dann dran? Ja, los, Hanna, dann musst du es mal wieder regeln. Und zwar mit einer Doppelkick-Attacke, würde ich sagen. Also, Doppelkick. Nein, ich habe auch so die Nitro-Ladung gedrückt. Verdammt, Nitro-Ladung wollte ich doch gar nicht. Feuerattacke gegen Feuer-Pokémon ist nicht so klug. Das macht aber auch Damage. Also, unglaublich, wie viel Schaden das hier austeilt.
Aber schon ist es wieder ein kleines armes Würmchen. Denn diese Phase ist vorbei. Die Phase der Giga-Dynamaximierung. Und ja, wir können uns mit Doppelkick beschäftigen. Oh, okay. Gar nicht mal so cool. Ha. Wir könnten natürlich auch einfach mal mit einem Toppeleber unseren Ultrafisch wiederbeleben. Und dann eigentlich nochmal auf Ultrafisch wechseln vielleicht. Ich meine, er hat die ganze Arbeit bis hierhin gemacht. Dann sollten wir ihm vielleicht auch den Sieg gönnen. Also los, Ultrafisch! Jetzt musst du nur noch einmal Kaskade einsetzen. Und ich glaube, dann haben wir den Kampf gewonnen, mein Kleiner. Ach, erinnert ihr euch noch, als er ein kleines Karpador war? Und wir ihn geangelt haben, war er nicht niedlich? Und schon steht er in der Arena und gewinnt seinen ersten vollständigen Arena-Fight. Das war's. Arenaleiter Kabu wurde besiegt. Wir haben es geschafft, Leute. Großartige Pokémon und ein großartiger Trainer. Kein Wunder, dass ihr gewonnen habt. Du hast mich besiegt, mich, den sie so oft die erste große Hürde der Arena-Challenge nennen. Dein Talent war meinen jahrelangen Erfahrungen offensichtlich überlegen. Ha, mir scheint, habe auch ich noch nicht ausgelernt. Ich habe keinerlei Zweifel daran, dass du und dein exzellentes Team schon bald zu großem Ruhm gelangen werdet. Es war mir eine Ehre, dass ich heute gegen euch antreten durfte. Für deinen Sieg verleihe ich dir nun den Feuerorden. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 35 fangen. Wir haben es in deinem Max-Phänomen zu verdanken, dass Pokémon-Kämpfe heute ein fester Bestandteil der Kultur von Galar sind. Jungen Trainern wie dir vertrauen wir in Zukunft diese Kultur an. An euch liegt es, dass sie am Leben bleibt und sich weiterentwickelt. Ihr gestaltet die Zukunft und wir Erwachsenen sind hier, um euch dabei zu unterstützen. Das war's, wir sind fertig! Was für ein Kampf, Fuchsel! Ich war mir zwar sicher, dass du mit Garados gewinnen würdest, aber Mann, war das aufregend! Sehr beeindruckend, Huxel. Jetzt hast du also schon den Pflanzen-, Wasser- und Feuerorden. Du kommst gut voran mit der Arena-Challenge. Zur Feier des Tages überreiche ich dir diese TM. Bitteschön! Irrlicht! Anwender feuert eine unheimliche Flamme ab, die beim Ziel Verbrennungen verursachen. Aha! Hier hast du außerdem eine Nachbildung von Kabus Uniform. Nicht schlecht. Ich glaube, die werde ich mir sogar anziehen, weil ich die cool finde. Mit deinem Körper brauchst du keine Angst vor den anderen Arena-Leitern zu haben. Mit deinem Können natürlich. Wobei mit meinem Körper auch, denn wir sind durchtrainiert und willentlich, auch alle anderen Orden zu bekommen. Als nächstes führt euch euer Weg durch die Naturzone nach Claw City. Du hast ihn gehört. Also dann, auf geht's. Wir haben jetzt so viele Orden, da kriegen selbst die stärksten Pokémon in der Naturzone das Schlottern, wenn sie uns sehen. Also heißt das für uns, wir begeben uns im nächsten Part in die Naturzone. Und ja, ich freue mich schon unglaublich darauf. War wieder ein etwas längerer Part, aber wir haben die Arena geschafft. Und ja, an dieser Stelle beende ich den Part nun auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Part von Pokémon Schwert. Euer Huxel. Ciao.